So, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Auras Wi-Fi Battle von euch für mich, damit ich ihn hier vorstellen kann. Ja, der erste kam ganz gut an und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dem Flinch am Ende und so weiter. Aber naja, heute kämpft Charus gegen Zero Link. Charus ist auf jeden Fall ebenfalls ein Poketuber in der DPL Season 2 vertreten. Ne? Schaut unbedingt vorbei, der hat sich richtig viel Mühe gegeben. Der hat da einige Grafiken gemacht und auch für mich persönlich schon Grafiken gemacht, weil ich gerade mein 2000 Abonnenten Special schneide und weil ich noch DPL Kämpfe vorab, meine Wonderlock und alles plane. Habe ich nicht so viel Zeit und richtig krass von dir, Charus. Vielen Dank, dass du mir da hilfst. Der hilft mir auf jeden Fall gerade bei Grafiken und so aus, weil er nichts zu tun hat oder so. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Heute schauen wir uns den Kampf von Zero Link gegen Charus ebenfalls an. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, fangen wir an. Übrigens ist es extrem dunkel hier drin, weil ich extrem viel... Ich habe mir jetzt extra wieder eine Gardine aufgehängt. Normalerweise mag ich das ja nicht so, wenn hier irgendwie so dunkel ist, aber die Sonne scheint mir die ganze Zeit so richtig ins Gesicht und richtig nervig. Kennt ihr bestimmt. Und ja, Charus nimmt mit ein Potrot, ein Bronzong, ein Togekiss, ein Kamerupt, ein Blitzer und ein Plauder. Auf jeden Fall ein stylisches Team. Bronzong ist nicht so mein Lieblingsgegner, aber jeder, was er will, also Plaudergeist, geil, Potrotz ist auf jeden Fall geile Sache und Zero Link nimmt hier auch ein Bronzong mit, verdammt, beide mit Bronzong und dann blieben Potrotz, na, das kann ja was werden. Dann mit Zwirfins, Grifeldes, Elevoltik, Soxyquack und Gyarados, ja, Zero Link hat so ein Team, da würde ich sagen, okay, kann man nicht genau sagen, wer gewinnt, also Zero Link ist vom Team vielleicht ein bisschen vom Vorteil, aber naja, schauen wir uns das einfach mal an und ich würde mal sagen, wir gehen in den Kampf und hoffen mal auf nicht zu viele Runden und wir sind bei einer Rundenanzahl von 50, müssen eure Kämpfe immer so lang sein, aber naja, dann sind sie auf jeden Fall auch spannend. So, Bronze EZ, okay, so ein Name könnte von mir kommen. Und Spätzdev, Moment mal, das kenne ich doch irgendwoher. Das habe ich, das benutze ich auch. Das Potrot habe ich mir auch geholt. Und er bringt in der ersten Runde gleich das Klebernetz raus. Tut mir leid, dass ich hier so rummache, aber mein Mikrofon wäre fast umgefallen. Er bringt das Klebernetz raus und er legt seine Screens raus. Okay, ist für beide ein guter Start und wahrscheinlich bringt jetzt noch der gute, die Rocks raus. Nein, Zugabe, okay, jetzt ist er gelockt auf die Attacke. Sprich, er muss auswechseln. Also könnte er obvious seinen Switch predicten. Wenn er jetzt auf die Tarnsteine geht, ist das vielleicht ein Missplay. Schauen wir mal. Schattenmaul, okay. In Klebernetz, das ist natürlich immer ein guter Vorteil für Charus jetzt in der Hinsicht, dass er das Klebernetz rausgebracht hat. Und ja, tatsächlich geht die Tarnsteine raus. Hat er auch Bronzong ja, verhindert, dass es ihn angreift und damit einen Switch. Ja, auf jeden Fall rausgebracht. So, dann ging der Abschlag raus, der war natürlich mit durch den Reflektor und so weiter gar nichts. Ja, er bringt aber die Lefties weg und Bizarro-Raum. Okay, also auf jeden Fall tun sie sich hier krass Setupen. Das interessiert mich auf jeden Fall, wie dieser Kampf dann ausgeht, wenn die alle beide hier anfangen. Okay. Und diese Zugabe ist schon geil, ne? Potrot, wieso ist Potrot eigentlich so sch... Ah, Potrot ist ja durch... Oh, oh mein Gott, was für ein Play. Das war ein geiler Play. Dadurch sind die Dimensionen wieder normal. Was ein geiler Play. Wow, Charis, der war richtig gut. Dadurch, dass diese Dimensionen dann wieder normal sind und durch das Klebenetz ist das Potrot dann schneller als die Gegner. Richtig geil. Und er macht nochmal Bizarro-Raum, okay. Will also unbedingt, dass seine Bizarro-Raum hier durchgeht. Und jetzt bringt Charis seine eigenen Sachen durch Lichtschild und so weiter. Und jetzt kann Bronze Reflektor machen. Also okay, ist auf jeden Fall, die haben sich, glaube ich, abgesehen von Abschlag überhaupt noch nicht angegriffen. Und immer nur ein Bizarro-Raum-Spam. Okay, will also auf jeden Fall nicht auswechseln. Tut ja anscheinend, ja, Zugabe ist beendet. Das weitermachen. Und jetzt wird er auf... Okay. Leute, wir sind in der 8. Runde und die beiden haben sich echt nur Statusattacken durch die Gegend gehauen und Bizarro Raum. Wie viele Runden hat der jetzt Bizarro Raum gemacht? 5 Stück. Aber der Play von Travis war auch richtig gut. Also, Bronzong geht dann natürlich zurück. Predicted jetzt wahrscheinlich sein Switch in irgendwas Langsames in Form von Togekiss oder will einfach mal angreifen. Erdbeben. Okay, wenn er das predicted hat. Ah, gut, Erdbeben trifft Bronzong auch nicht. Vielleicht wollte er das einfach machen und Ice Heap. Okay, das sollte Togekiss aber locker tanken, ne? Ja, mit dem Reflektor und so ein krasser. Attack, es ist nicht Sonntag. Leute, was ist denn das? Der Kampf der Statuswerte. Also ich glaube, ich werde das Thumbnail wieder selber machen und dann überall so Lichtschild, Spikes und sowas hinflacken. Also das ist ja richtig lustig, der Kampf. Okay, Sonntag ist draußen und das hilft natürlich Kamerupt mit Hitzewelle, Eruption und so weiter. Kann es auf jeden Fall krasse Schaden machen. Ne? Und Ice Heap, okay, das trifft neutral. Wie viel Schaden macht das jetzt? Das macht gering Schaden dadurch, dass der Reflektor... Oh, der Reflektor lässt nach, genau. So, dann schauen wir mal jetzt... Ob so eine krasse Feuerattacke das Ding tankt, also wenn jetzt hier eine Eruption kommt oder Hitzewelle, das wird überguten Schaden machen. Erdbeben, stimmt, er ist schneller, okay. Obwohl Klebernetz draußen ist, das tut Kamerupt auch weh, Reflektor, ja, stimmt. War wohl der Reflektor auch weg und Flammsturm trifft, das sollte ein One-Hit werden. Ja. Ach, Lichtschild, hä, ist das Lichtschild, das ist auf beiden Seiten oder auf nur einer? Wenn es jetzt,
Ah, Bizarro-Raum. Oh, Leute, seht ihr, ich bin so verwirrt, weil einfach irgendwie alles liegt und bevor ich mir das jetzt alles aufschreibe. Ey, okay. Dadurch ist jetzt Dürfens weg. Also der Kampf ist auf jeden Fall strange. Garados kommt rein und das hat natürlich mit Form von vierfach effektiven Attacken eine gute Chance und bringt auch noch einen Bedrohung raus, falls das Ding mit Steinhagel oder so spielt, das Kamerupt. Und Garados bleibt drin. Ich glaube, Klebeness wirkt auch nicht, da es ein Flug-Pokémon ist. Und das heißt, er wahrscheinlich versteckt sich jetzt hinter den Zap oder Kamerupt wird jetzt gedeffordert. Und Überbrückung, genau. Naschschweif, okay. Und der Naschschweif ist natürlich vielfach effektiv, kann natürlich verfehlen. Er trifft aber und ja. Selbst in der Sonne wird das noch ein One-Hit, das beziehungsweise nicht One-Hit, sondern die Range. Der Rest ist, wurde ge-One-Hit-KO'd. So. Togekiss kommt rein, okay. Und D-Dance, okay, das ist aber gewagt. Da ist er sich wahrscheinlich ziemlich sicher, dass er jetzt so eine Fehlattacke tankt. Schauen wir mal. Dönerwelle, Dönerwelle. Okay, Dönerwelle kommt raus und er ist natürlich paralysiert, das ist klar. Und jetzt kann er Zauberschein machen, ist sicher. Ja, genau, nee, Luft. Oh, er will Parafliegen, okay. Wird wahrscheinlich. Ja, er kommt durch, okay. Jetzt ist natürlich der Dienst wieder weg. Schau, ob er ein zweites Mal schafft und. Oh, eine Biene ist in meinem Zimmer, scheiße. Er schafft es tatsächlich, er schafft es tatsächlich. Okay, das Sonnenlicht ist er jetzt auch weg. Dadurch hat er das, ja, auch weggekriegt, bestes Deutsch. Und das letzte Luftschnitt, der letzte Air-Slash trifft auch und damit hat das erfolgreich geparaflincht. Ja, ist halt auch eine legitime Taktik, Leute. Es ist eher Hex, dass das mit dem Paraflinchen nicht klappt. Jedenfalls kommt Stromschlag rein, okay. Das kann natürlich mit Elektroattacken diesen, Elevolt, nee, Togekiss Schaden machen. Und das geht hier auch raus. Hit Titanstein Schaden und Clemens ist auch nicht so geil. Ja, das ist eigentlich ein Safe Switch. Außer er predigt das und macht Erdbeben. Okay, nein, tatsächlich geht er hier safe auf den Ice-Heap. Sollte aber auch noch Schaden machen. Ja, es ist. Das ist Choice Bandit. Wieso spielt man Schutzschild auf Blitzer? Okay, er ist tatsächlich nicht Choice Bandit. Okay, das hat aber echt krassen Schaden und hat das. Blitzer ist echt fragil. Okay, wieso bleibt er nicht drin? Spukball. Wobei Spukball reicht ja nicht zum One, das ist klar. Okay, er wechselt hier Erdbeben rein. Also der Kampf ist auf jeden Fall super spannend. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute, weil so viele Sachen gleichzeitig auf mich und. Oh. Okay, hätte aber eh nur neutral getroffen, also. Ja, und jetzt kommt der Reflektor auch noch raus. Ob der Kreuz die Miss jetzt so gemeldet hat, ich weiß nicht, hätte vielleicht 30%, 20, 30% gemacht, je nachdem, wie es ausgelegt ist. Und wechselt jetzt in Togekiss. Okay, das ist aber sehr riskant. Okay, der Zero-Link spielt auf jeden Fall ein bisschen safe. Da Damage. Gut, vielfach resisted. Und dann ist, glaube ich, der Reflektor auch noch draußen. So, dann kommt der Stromstoß. Macht in Ordnung Schaden, aber wie schon gesagt, das ist, da ist ein Reflektor draußen und das Togekiss ist auf jeden Fall nicht unbrüchig. Und Luftschnitt. Wieso macht der Luftschnitt? Hat er irgendwas predicted? Er kann auch auf Zauberschein oder so gehen. Das würde auch noch seinen anderen Pokémon besser treffen. Er hat Luftballon auch noch. Okay. Ice-Heap, okay. Der könnte reichen. Der könnte auf jeden Fall schon reichen und der reicht tatsächlich nicht. Okay. Und Roost. Leute, dieser Kampf ist wirklich nur what the fuck. Es ist wirklich so viel auf dem Feld. Ich kann mich überhaupt nicht richtig konzentrieren. Ich glaube aber, Charus ist gerade am Gewinnen. Kreuzhieb, ja, weil Kreuzhieb muss, ja. Ja, Stromstoß macht auf jeden Fall mehr Schaden. Er kriegt aber hier Recall und tatsächlich hätte ich niemals gedacht, dass ich das wage, aber das Duell Togekiss gegen, dieses Illawolteck wird wahrscheinlich das, Togekiss gewinnen. So, jetzt ist der Reflektor raus und da muss er auf jeden Fall raus. Okay, schauen wir mal, ob das jetzt dementsprechend predicted. Lightning, okay, das ist natürlich blöd, weil er da kaum was gegen macht. Boah, Lightning, das sollte er jetzt killen. Oh, er ist safe auf den Stromschuss gegangen. Okay, wow. Jetzt hat es Blitzer rausgegangen. Jetzt reicht natürlich ein Spukball oder was auch immer. HP, okay, welche ist das? Vielleicht erkennen wir es am Typen. Vielleicht hat er Pflanze oder Feuer. Okay, Pflanze, Feuer oder Eis kann alles sein. Okay, aber auf jeden Fall hat die Charus echt die besseren Karten. Der Zero-Link spielt mir ein bisschen zu obvious, also ein bisschen zu safe. Aber es ist natürlich auch sehr schwer, weil die ganzen Status-Attacken draußen liegen. Er kann eigentlich sich nicht sicher sein, in irgendwas zu gehen. Und das Klima ist ja auch noch draußen. Da fehlt ihm auch wahrscheinlich der Spinner. Hat er am Anfang einen Spinner dabei? Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen nervig. So, hier Voltwechsel würde ich natürlich keine Attacke abbekommen. What the fuck is going on? Dollarblitz hätte vielleicht gereicht? Nein. Dollarblitz hat nur 10 oder 20 mehr, wobei dann jetzt eventuell so gereicht. Naja, jedenfalls geht er hier in Bronzong und das ist natürlich wieder ein Safe Switch. Aus, es kommt jetzt. Oh, Gifty. Perfekt predicted. Wow, krass gemacht, Charus. Der spielt ja echt krass. Ablati. Okay, das ist ein Step. Also seht ihr, Kreuzhieb hat dir davor gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Also ob das jetzt so krass war, dass er gemeldet hat, auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Und Gyroball, wie viel Schaden macht das jetzt? Ja, nicht so krassen Schaden. Und durch Ableitieb regeneriert er wieder was. Aber im Endeffekt würde Bronzong das Duell gewinnen. Aber ob er so viel Schaden auf Bronzong haben will, bin ich mir nicht sicher. Ableitieb, okay.
Er bleibt tatsächlich drin und jetzt müssen wir uns schauen, ob jetzt ein Reflektor, Lichtschild kommt oder ob er tatsächlich wieder auf den Gyroball geht. Der könnte eventuell reichen. Ne, er geht auf einen Reflektor, damit kriegt er sich ablativ erstmal weniger Schaden. Das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, hier auf den Reflektor zu gehen. Ist ja wahrscheinlich auch, nein, nicht leid, nicht leben, er ist ja Überreste. Seht ihr, man kann sich hier nichts merken. Es liegt Tarnsteine, Reflektor können beide Seiten ausspielen. Beide Seiten können Sucker Punch, ablativ, alles, Alter. Das ist ja echt krass hier. So, ich denke mal, Brosson wird jetzt noch als letzte Tat ein Lichtschild rausbringen. Nein, er geht tatsächlich auf den Gyroball. Wenn es Crit wird, wird das reichen und... Nein, okay. Okay, auf der Range wird es ein Two-Hit. Ich denke auch, dass Brosson noch ein Ableit-Heap tankt. Außer es wird natürlich ein Crit. Und tatsächlich geht er hier auf ein Ableit-Heap. Und es wird kein Crit. Wow, er könnte so eigentlich noch sogar ein Lichtschild rausbringen. Schau mal, ob Travis jetzt tatsächlich noch so riskant ist und ein Lichtschild rausbringt. Nein, er geht safe auf den Gyroball. Okay, ist vielleicht auch besser, weil es könnte jederzeit der Crit passieren. Und der würde auch in Anführungsstrichen verdient sein, weil er geht jetzt auch so viele Runden Ableit-Heap. Ja. So, Lefties sind draußen und Bronzong ist mittlerweile auf einer KP-Anzahl von 46, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wird aber von Bonebird, ob es ein Schmarotzer Tank, bin ich mir nicht sicher, aber der Reflektor ist noch draußen, könnte tatsächlich noch sein. Er geht hier tatsächlich raus, ja, er möchte hier noch nicht sein Bronzong opfern. Da kommt Spätzdev, hat Charus eigentlich schon einen Pokémon verloren, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, Schmarotzer tankt, wobei Portrait hat überhaupt gerade Angriff, ja. 3 KP, also Charubis outplayed hier den Zero Link auf Feinste und das wird auch nur neutral treffen und kaum Schaden machen, das ist einfach, wow, das ist einfach nur ein Potrott, Leute, und jetzt wird es auch noch ein Abschlag, ja, Abschlag, damit sind die Lefties weg, die Recovery auf jeden Fall, oder Beulenhelm, ja, ein Beulenhelm, der Beulenhelm ist auf jeden Fall dann weg, Bonebird, Beulenhelm, ich check den Spitznamen so ein bisschen, so, Spätzdev kann ja auch auf jeden Fall nichts mehr groß ausrichten, Zugabe würde jetzt nichts krasses mehr bringen und geht hier in seinen Brossong, okay. Alter, Charust outplayed. Wenn er das predicted hat, die ganzen Toxics und den Gift-Tip, und das ist dann echt krass, Charust. Charust, was ist mir richtig krass gespielt. Und da reicht der Schmarotzer, weil natürlich auch kein Reflektor mehr draußen ist. Bronzong stirbt hier, das ist, glaube ich, erst das... Ups, mein Bildschirm ist eingeschlafen, ich sehe nichts mehr. Togekiss kommt rein, ich schaue jetzt gerade auf den unteren Bildschirm, die Aufnahme läuft ja trotzdem weiter. So, und die Donnerwelle kommt und okay, da hätte er auch mal auf den Zauberschein... Hat er keinen Zauberschein drauf, oder? Warum geht er nicht direkt auf den Zauberschein? Ich weiß gar nicht, sein... Du bist ja das Donnerwelle und wow. Okay, das ist schon ein bisschen mies, das ist schon ein bisschen mies, aber was soll man machen? Und Roost, oh Gott, Charus, der arme Kerl, jetzt töte ihn doch endlich, gib ihm den Gnadenstoß. Das ist natürlich eine legitime Taktik. Und Toxic kommt durch, ja, ist aber auch verdient, dass es mal durchkommt. Und dadurch ist Togekiss, Togekissniert, keine Ahnung. Und, ja. Wie geht's weiter? Luftschnitt, okay, Luftschnitt kommt durch und... macht nicht so krass Schaden und oh Gott, Leute, oh Gott, jetzt muss ich mir das antun. 10 Runden, ja gut, wir haben noch 10 Runden, schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Toxic kommt immer weiter durch. Wieso hat Charus keinen Zauberschein drauf? Das wäre noch eine gute Step-Attacke. Hat er da noch Aurasphäre oder was noch drauf? Okay, er geht hier raus. Er geht hier raus, weil auf lange Sicht wird er irgendwann den Paraflinch kriegen, obwohl er auch eigentlich gegenroosten hätte können. Ah, er kann jetzt mit Bronzong Reflektor und so weiter durchbringen und Togekiss geht auf Luftschnitt und das mal... Ah, Sonntag hatte Togekiss noch. Okay, da, Sonntag, das fällt mir gerade noch ein. Hat natürlich weniger Schaden. Ja, dann haben wir so ein wunderschönes Doll-Battle. Schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Togekiss wird aber auf lange Sicht diesen Kampf verlieren, auch wenn es Roost hat. Es ist toxiniert, das ist auf jeden Fall gute Sicht. Ja, er muss hier raus. Kann ich so machen. Was wird er gehen? Potrot oder Lightning? Lightning war aus... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, er geht in seinen Bronzong, aber er geht auf Lichtkanone. Schon wieder so ein Predict, ey. Also Charus outplayed hier den Zero Link also aufs Übelste. Da kann man fast nichts sagen, ne? Also ich habe jetzt keinen krassen Double Switch vom Zero Link gesehen. Ja, und jetzt geht er hier auf Voltwechsel. Hat auch keinen Spukball drauf. Also der Move Pool von Charus ist das Einzige, was mir nicht so gefällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht so die geilsten Move drauf hat, die dieses Brosson und so treffen können. Naja. So, da kommt jetzt rein seine Spezialdefensive. Wenn jetzt, wahrscheinlich kommt jetzt Explosion, nein. Wenn jetzt Explosion gekommen wäre, dann hätte Charus wirklich alles outplayed, was geht. Er bringt auf jeden Fall das Lichtschild durch. Wird wahrscheinlich jetzt auf den Knockoff gehen, um ein Item verlieren zu lassen. Okay, wahrscheinlich wird dann... Zero Link geht's auf, eine Lichtkanone gehen, ja. Aber das wird Brosson noch tanken. Wow, okay, tankt er locker. Und jetzt gibt's einen Knockoff. Nein, Zugabe. Okay, damit ist er auf die Lichtkanone gelockt und könnte eventuell sein eigenes Brosson wieder reinwechseln. Ich bin mir nicht sicher, wie der Kampf ausgeht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Charus gewinnt. So sieht das hier auf jeden Fall aus. Der Zero Link spielt ein bisschen sehr obvious. Und ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch eine große Chance hat, dieses Potrot wegzukriegen. Ey, das ist ja... Er muss es auf jeden Fall toxinieren, ja. Und ist paralysiert, kriegt Rockschaden, alles. Ja. Item ist ja bereits weg von Bravebird, wie auch immer. Und ja. Spätzdev, das reicht, geht zurück, genau. Und wird jetzt in sein
King of Rock, das hat er auch noch. Ah, das war ja überhaupt noch nicht draußen. Sein Plauderguy, okay. Wird das jetzt ein Plauderguy-Sweep? Er kann Plauderguy eigentlich... Ja, er kann jetzt eigentlich einmal Ränkeschmied rausbringen. Oder er ist gleich gespext und haut dann nur noch Boomburst oder Hitzewelle oder Geschwätz oder was auch immer raus. Ich frage mich aber jetzt, wieso Geschwätz macht. Er will es unbedingt paar... Oh, Charus, du hättest aber auch einfach auf einen Überschallknall gehen können. Oder halt auf eine Hitzewelle. Er hätte beides getroffen und... Oh, das hat das Zero-Ding nicht verdient. Also das hat er nicht verdient. So, dass man Geschwätz einsetzt. Dafür würde ich... Da sollte er eher Überschallknall einsetzen, um es dann wegzuhauen. So, Lichtschirm, wobei Lichtschirm ist auch noch draußen. Okay, er ist jetzt wahrscheinlich gespext auf die Attacke. Deswegen geht er auch wieder raus. In sein Lightning. Und was kommt jetzt? Wahrscheinlich schon mal Rotzer oder so. Und... Och, Mann, das ist so bitter. Der arme Zero-Ling. Ja, es hätte vielleicht in der Schmarotzer gegangen wäre, hätte das wahrscheinlich gereicht, um das... Ja. Hätte das wahrscheinlich gereicht, um das Blitze auszunehmen. Und damit ist es gefällt, ist seine Wind-Condition gegen Potrot und alles weg. Und ja, jetzt ist das letzte Pokémon noch sein Bronzong. Ich hoffe, er bringt noch eine Explosion raus. Das hätte sich der Zero-Ling auf jeden Fall als Abschied verdient. Weil die Hacks waren auch gegen ihn, das muss man sagen. Auch wenn Charus hier besser gespielt hat. Oh nein, tatsächlich nimmt das Blitz auch noch das Bronzong raus und damit haben wir einen verdienten Sieger in Form von Charus. Ja, das war ein Geschwätz am Ende, ich weiß nicht, was er da predicted hat. Hätte er eventuell auf Überschallkampf oder Hitzewelle gehen können. Aber naja, er hat hier auf jeden Fall verdient gewonnen, war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Es ist wirklich Kampf der Statusattacken. Ich habe überhaupt nicht mehr gecheckt, was da wirklich los war. Aber es war auf jeden Fall ein krasser Kampf. Danke Charus dafür. Macht übrigens auch Wi-Fi-Battles. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei. DPL, also kann man auf jeden Fall auschecken. Ist ein super sympathischer Kerl. Danke nochmal an dich für das Einsetzen dieses Kampfes. Ihr wisst Bescheid. Falls ihr mehr Kämpfe senden wollt, die ich kommentieren soll, mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Schreibt einfach in die Kommentare euren Kampfcode. Wenn ihr wollt, ihr könnt es mir natürlich auch auf Twitter oder so als Privatnachricht schreiben, weil dann sehen es die Leute noch nicht. Naja, wie ihr wollt. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in neuen Wi-Fi-Battles, in neuen Projekten. Und damit würde ich sagen, haut rein und ciao.